So, guten Morgen Leute. Heute Morgen war die Post bei mir und hat mir meine fehlenden Sachen gebracht. Auf jeden Fall zwei. Eins fehlt noch. Was wir jetzt auf jeden Fall drin haben, ist eine neue Lambda-Sonne, die ich auch schon angeklemmt habe. Und jetzt, Jungs, werden wir noch mal eben einen Schluck Öl auf die Kiste tun. Das können wir eigentlich auch noch mal eben zusammen machen. Kann ich euch mal eben hier so hinstellen. So. Dann peile ich das mal eben ab und dann gucken wir mal, ob der läuft. So, das muss reichen. War auch nicht viel, was da gefehlt hat. Das ist ja ein Zeitwetter. Wollen wir einen dran machen. So. Und jetzt werden wir den Schaufen einfach mal anschmeißen. Ne, Bobsi? Batterie ist dran. Und dann werde ich jetzt gleich mal meinen Computer holen und werde den mal auflesen und gucken, ob der Fehler weggegangen ist. Mal ein bisschen mit Gas spielen, weil ich weiß nicht, wie der läuft. Weil ich habe den, wie gesagt, nicht lange laufen lassen. Ne? Das kennt ihr ja. Mal Bobby an. Wollen wir mal ein bisschen ärgern? Interessiert den gar nicht, ne? Auf jeden Fall noch sehr, sehr ruppig. Na gut, der lief jetzt auch ewig nicht, ne? In dem Mitte am Pott ist ja so ein bisschen undicht, so wie sich das anhört. Also richtig schön läuft der noch nicht, ne? Wir lassen den einfach mal ein bisschen warm klappern, ohne jetzt Gas zu geben. Lass den einfach mal so ein bisschen vor sich hinrödeln. Zündkerzenabstand habe ich auch noch nicht geändert, das muss ich auch noch eben machen. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal eben so ein bisschen vor sich hinrödeln, dass er mal eben so ein bisschen warm wird, dass das Öl mal überall hinkommt, dass die Wassertemperatur mal eben steigt. Kann auch sein, dass da irgendwas faul ist, ne? Der hört sich so an wie Zündkerze an, Zündkerze aus, Zündkerze an, Zündkerze aus. Läuft ja schon besser.
Aber ein Tram nicht. Der hat auf jeden Fall ein Problem. Irgendein Zündkabel, irgendeine Kerze macht dann noch ein Problem. Aber das ist erstmal Nebensache. Wichtig ist erstmal, dass der jetzt läuft. Und dass er jetzt mal eben so seine ganzen Gänge, die er da im Motor hat, mal eben durchspült. Abgastemperatur müsste ja jetzt auch steigen. Ja, tut sie auch. Die ist im Minusbereich, ja. Und die Stoffgebiet, die auch im Plusbereich. Da fährt er auf jeden Fall hoch. Auch wenn du vom Gas gehst, was ich gerade so merke hier. 5 Zylinder. Ich mache den jetzt einfach nochmal aus. Starte den einfach nochmal neu. Will er nicht. Doch. Da ist auf jeden Fall irgendwas mit der Kerze, obwohl die Kerzen sind neu, oder ein Kabel. Gehe ich ganz stark von aus. Aber jetzt werde ich erstmal das Video pausieren, werde erstmal meinen Ausleseklaus holen, wollen wir mal gucken, ob der Lander so ein Fehler weg ist. Und dann kümmern wir uns um den Fehler, obwohl jetzt geht's gerade, ne? Hat er sich einigermaßen gefangen, ne? Weil er lief auch ewig nicht. Ein paar kleine Aussetzer hat er zwar noch. Ein bisschen rasseln tut er auch noch. Das laute Klickern sind die Einspritztüten hier, ne? Kack, 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 kack. Ich lasse den einfach mal ein bisschen rödeln, Jungs. Hol mal jetzt meinen Computer und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs. Ich bin an der Rücklichter beigegangen, weil ihr wie gesehen habt im letzten Video, dass der da hinten reingeleckt hat. Und als ich das erste Rücklicht abgenommen habe, habe ich was vermisst. Hier war nichts. Schwarze Rückleuchten sind drin, aber es fehlt was. Und zwar ist es das Dichtgummi, das dazwischen sitzt. Auf beiden Seiten. Hier. Und auch da. Was liegt da noch so drin? Okay. Das war es aber auch. Was ist das? Irgendein Plastik. Ja, auf jeden Fall fehlt hier zweimal Dichtgummi. Ich glaube, ich habe noch welche. Ich muss gleich mal gucken. Das habe ich rausgeholt. Spurplatten sind drauf. Wie wir sehen können, passt das jetzt. Ne? Beide Felgen gucken gleichmäßig raus. Sieht ganz geil aus. Platte ist drauf von R&H. 100%ig. Ja, dann gehen wir mal aufs Lager. Würde ich sagen, Bobby, ne? Wir gucken mal im Lager. Ist da noch Licht an oder was? Ja, cool. Jetzt geht's aber los. Rückleuchten habe ich da hinten überall drin. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nämlich, dass ich damals welche von diesen Klarglasdinger abgepult habe. Ich weiß nur nicht, wo ich die hingelegt habe. Aber eigentlich kommt hier ja nichts weg. So, was haben wir hier? Golf 2 Originalrückleuchten. Golf 2 schwarze Heller. Die brauche ich gleich auch, weil die aus meinem Zweier noch raus müssen. Was ist das? Motorabdeckung VR6. Guck mal hier zum Beispiel, da sind doch noch welche. Ist da was dran? Ne, da ist auch nichts dran. An den anderen? Ne, auch nicht. Scheiße. Scheiße. Ich weiß aber, dass ich welche abgepult habe, 100 Pro. Guck mal hier. Da sind die doch. Ich wusste es. Hier haben wir auch noch Kantenschutz. Das müsste Golf 3 sein. Ja, ist Golf 3. 100%ig. Da habe ich ja noch welche. Ist ja doch links und rechts. Das ist eigentlich scheißegal, ne? Oder? Da wird schon schief gehen. Besser als gar keine. Aber ich glaube, das ist links und rechts, weil da liegen die und ich weiß, dass ich die damals da abgepult habe. Weil ich das Problem nämlich kenne, Jungs. Da gehört so ein Dichtgummi zwischen. Und sonst leckt das da rein. Ja, dann werde ich das jetzt alles sauber machen. Scheinwerfer, Dichtung und auch hier. Und dann werden wir das wieder zusammenbauen und dann machen wir gleich hier den Gießkannentest, würde ich sagen. Also, dranbleiben, bis gleich. So, Jungs, Sabine ist hier immer noch kräftig am Blasen, ne? Bei mir war die noch nicht. So, ich habe jetzt die Rücklichter komplett, das passte, das war links und rechts oder links und rechts und links, je nachdem wie wir sehen, je nachdem wie wir uns drehen, ne? Ich habe jetzt alles raus, habe die komplett trocken gewischt. Hab die Dichtung alles komplett drinne und jetzt schauen wir einfach mal mit dem Gießkanntest,
ob das so funktioniert, was wir überbaut haben. Das heißt, ich übergieße das jetzt hier komplett. So, gehen wir hier nochmal rüber. So, da muss lagen. Nun gucken wir. Aber ich meine, wir gehen mal einfach so rein hier. Zack. Ist ein bisschen windstill. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt ist das trocken. Da leckt nichts. Hier auch nicht. Da kommt auch nichts. Oh, da kann ich aber nochmal nachwischen. Da kommt, weil der Teppich hier ein bisschen klamm ist. Hier stand das alles so ein bisschen unter Wasser. Ne? Hier war so ein Schutz drin, den habe ich komplett rausgekratzt, weil der voll mit Wasser gesogen war. Es kann zwar hier ablaufen, ne? Aber das schockt ja trotzdem nicht. Wenn das hier hinten immer so nass ist, deswegen ist die Heckscheibe immer so krass beschlagen. Ich denke mal, dass das jetzt aufhört. Aber jetzt ist die Bude trocken, Jungs. Siehste. Dann haben wir es aber auch für heute, Jungs. Ne? Also, reingehauen. So, Jungs. Ja, das ist immer noch so windig hier, ne? Das hat noch nicht aufgehört. Ich habe den Stuhl da wieder drin. Soweit. Ich habe das jetzt vorne nochmal durchgeprüft. Ich habe den ausgelesen. Fehler Lambda-Sonne ist weg. Das heißt, wir haben nichts mehr im Fehlerspeicher drin. Was ich gemerkt habe, warum der so ein bisschen ruppig läuft. Der hat 5 Silikonzinnkabel und ein so ein ultra hartes, wo ich der Meinung bin, das ist nicht mehr geil. Was habe ich gemacht? Ich bin reingegangen, habe neue Zündkabel bestellt, habe mir das nochmal angeguckt. Er läuft, ja, ist nicht schön, aber er läuft auf 6 Pötten so einigermaßen. Ich habe das Standgas ein bisschen hochgedreht, dass er einfach so im Stand einfach höher dreht, damit ich da nicht die ganze Zeit drinnen sitzen muss und Gas geben muss, damit er mit dem Öl, damit er aufhört zu klappern, damit er sich überall verteilt und so weiter und so fort. Ja, jetzt möchte ich einfach mal vorwärts, rückwärts fahren, gucken, ob das überhaupt so funktioniert mit der Kiste, ob der bremst, ob das schaltet, ob das überhaupt fährt. Dafür sind wir da und danach machen wir noch Spurplatten drauf und dann schauen wir weiter. Jetzt machen wir aber erstmal so.
Wenn ihr seht, der läuft noch ein bisschen ruppig. Das ist, weil der eine hier, der läuft doch ziemlich untertürig. Ne? Das Einzylinder, der ist so ein bisschen noch am Ruppen. Aber ich habe alles andere geprüft und kann nur Zündkabel sein. Ab und zu ist er mal 6, mal 5, mal 6. Jetzt läuft er gerade wieder ziemlich gut. Ja gut, aber das ist das kleinste Problem, dann nochmal eben Zündkabel reinzuschmeißen. Ne? Die habe ich jetzt bestellt und dann ist das gut. Die werden dann morgen, übermorgen, denke ich, da sein. Und dann ist gut. Auch die Pumpe ist laut. Zwar nicht so laut wie die andere. Es hört sich ja schon fast so an, als wenn da unten ein Chlorlager-Schaden hat. Also so niedrig läuft der. Naja Jungs, das sind noch Kleinigkeiten für mich. Das Wichtige ist erstmal, dass er so fertig ist. Ne? Wir machen den jetzt erstmal aus. Er läuft ja so ohne Probleme. Ja, man sieht doch, der läuft ziemlich niedrigtourend. Gehen wir hier um den Wecker. Ja. Dann sind wir fast so weit fertig, bis auf Zündkabel. Ne? Nur eine Kleinigkeit, eben wie gesagt, die Zündkabel tauschen. Ich denke, dann ist der ganze Kram auch weg, weil wie gesagt, sonst ist alles in Ordnung soweit an der Kiste. Ja, was soll ich noch mehr quatschen, Jungs, ne? Das sieht sehr, sehr geil alles aus. Ich würde sagen, Zündkabel rein, Kennzeichen ran, auf die Fresse, fertig, los. Das würde ich sagen. Ne? Weil wie gesagt, der stand ja auch ewig und so wie der vorher zusammengebaut war, Alter, das war ja nun eine Weltkatastrophe überhaupt. Ich bin immer der Meinung, die Dinger brauchen, wenn die laufen, dann brauchen die eben einen auf der Fresse. Und wenn die danach nicht richtig laufen, dann kannst du gucken. Ne? Aber wenn der oben noch so ein bisschen klappert und ein bisschen ruppelt, Jungs, scheißegal, haut den aufs Maul und gut ist. Dann ist er halt weg bei den Dingern. Weil wenn den hier so lange im Stand laufen lässt, es wird irgendwann, habt ihr ja jetzt auch gesehen, dass er jetzt relativ leise ist. Vom Klappern her, aber wenn er einmal auf die Zähne kriegt, dann ist das alles wieder gut, ne? Ja, es ist alles dicht, es tropft nichts. Police ist auch heute gekommen für die Kiste. Können wir den also anmelden, aber das macht erst, wenn die Kabel da sind. An dem Tag, wo die Kabel kommen, melde ich den noch an. Ne, vorher werden wir den hier noch ein paar Mal laufen lassen. Ich werde mal gucken, ob ich nachher beim Kumpel, aber ich habe alle Kabel leider beim Gockel. Ich kann nichts durchtauschen. Ich habe keine mehr. Ich weiß, ich hatte eine ganze Kiste, die habe ich aber mitgenommen. Früher waren die hier drin. Da ist alles raus. Siehst du, alle Kupferringe des Todes hier. Verdammte Scheiße. Und da sind auch keine mehr drin. Ne? Ne, da sind nur noch die Kühlwasserbehälter und eine VR-Pumpe drin. Ja, dann habe ich nichts mehr. Oder ist hier noch was? Oh, ja, hier ist nur, hier ist was, hier ist was. Was ist das denn? Ah, leider der falsche. Ja, ne, habe ich nicht, oder ist hier noch? Ne, 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 alles schon weg, alles schon drüben. Naja, egal, Jungs. Ich würde sagen, ich mache Feierabend für heute. Das reicht, wir können nicht mehr machen. Ich brauche euch hier auch nicht endlos lange aufhalten für irgendeinen Scheiß. Das macht keinen Sinn. Die Kiste ist soweit fertig. Das nächste Video wird sein, wie wir dem Ding auf die Schnauze hauen. Ich werde jetzt noch mein Zweier wieder hier reinholen. Ja. Und dann war's das, Jungs. Ne? Also, ich gehe jetzt rein, schneide euch das Video, Jungs. Lasst einen Daumen da. Wir werden uns sehen in der Probefahrt. Haut rein. Hab euch lieb. Ciao.